Boah, okay, Free. Sichtlich anstrengende Einheit gewesen. Ja. Erzähl, wie ist es, die erste Einheit wieder auf Tiroler Boden zu haben? Ja, ich sage mal, wir sind relativ gut empfangen worden da. Gleich wieder Schneefall, Plätze nicht bespielbar heute am Vormittag. Deswegen Alternativprogramm da im Kraftraum bzw. da im Gymnastikraum. Schnellkraft, Schnelligkeit, Spitzigkeit ist im Programm gestanden. Und ja, wie man gesehen hat, glaube ich, war es relativ anstrengend. Mhm. Der Rieder Flo hat uns ja ein bisschen einen Einblick gegeben bei euch ins Trainingslager, so zumindest bei den ganzen Jungen. Jetzt bist du ein bisschen ein arrivierterer Spieler. Erzähl mal, wie war denn das jetzt unter Anführungszeichen bei den Alten? Was habt ihr so getrieben, abseits des Haupttrainings? Ja, ich meine, viel Freizeiten haben wir ja nicht gehabt. Also, ich glaube, drei Nachmittage frei gehabt in den 10 Tagen. Da haben wir einfach entspannt zum meisten zum Strand gegangen, weil die Temperaturen doch so angenehm waren, dass man ja, am Strand liegen hat können und sich entspannen hat können. Der eine oder andere ist ins Meer gegangen, von dem her haben wir einfach Zeit miteinander verbracht und ja, eine schöne Zeit. Die Bedingungen waren wirklich top, oder? Ja, Bedingungen waren super. Das Wetter hat immer passt, teilweise ist der Wind gegangen, aber nie so stark, dass du sagst, ja, du kannst nicht normal trainieren. Das Trainingszentrum war überragend, wirklich riesig, also so viele Möglichkeiten dort. Und, ja, es hat von vorne bis hinten eigentlich alles zusammenpasst. Der Cheftrainer Karl Dachsbacher hat ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, man darf die Ergebnisse gegen die Viertligisten dort jetzt nicht überbewerten. Wie hast denn du die Spiele erlebt? Ja, ich glaube, dass das Einzige war, was weniger positiv war, dass wir keinen Gegner dort vor Ort gehabt haben, der was uns wirklich hätte fordern können. Wir haben alle drei Spiele ja, relativ klar gewonnen und haben dann natürlich einen richtigen Brandmesser gehabt, wo man sagen kann, dass man sieht, wo man ungefähr steht. Also das war vielleicht das Einzige, wo man sagen kann, dass das nicht so gut war. So, jetzt das Resümee über das Trainingslager. Wie ist die Mannschaft beieinander? Wie sind die Jungs drauf? Erzähl mal. Ja, gut. Also wir haben natürlich einen hohen Umfang gehabt. Also wir haben wirklich oft trainiert, haben Phasen drin gehabt, wo wir wirklich alle ja, mehr oder weniger am Limit waren, wo wir nicht waren. Aber ich glaube, es hat uns gut getan. Wir sind als Mannschaft nochmal enger zusammengerückt, natürlich, wenn man 10 Tage beieinander ist. Haben uns alle nochmal besser kennengelernt und ich glaube, dass das ja, auf alle Fälle ein guter Nebeneffekt war vom Trainingslager. Oft heißt es ja, wenn man so lange auf einem Haufen sitzt, dann hat man ein bisschen einen Lagerkoller, kann sich entwickeln. Wie war das bei uns? Nein, Lagerkoller würde ich nicht sagen. Also das ist klar, wenn man 10 Tage irgendwo unterwegs ist, dass man sich dann auf der Hand gefreut, auf die Familie, auf die Bekannten, was man einfach ja, in sein Leben hat. Aber von einem Lagerkoller kann man nicht sprechen. Das heißt, man ist immer noch gut, auf die Jungs zu sprechen, oder? Ja, absolut. Da hat es nichts gegeben. Okay, schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Jetzt ja, in 11 Tagen fängt es an, erstes Spiel in Hartberg. Ja, da haben wir einiges gut zu machen, oder? Ja, absolut. Also jetzt ist es einfach wichtig, jetzt haben wir noch 2 Wochen, dass wir uns wirklich auf Hartberg vorbereiten. Jetzt haben wir ein Vorbereitungsspiel in Burghausen am Wochenende. Ja, wichtig ist einfach, dass wir jetzt die 2 Wochen nochmal wirklich Gas geben, dass wir jetzt explosiv werden, dass wir schnell werden und dass wir dann natürlich nächste Woche am Freitag wirklich am Punkt sind. Jetzt hättest du ja fast vergessen, du hast ja leider Gottes einige Spiele nicht mitmachen können, hast ja ein bisschen verletzt gewesen, aber so, was ich da heute gesehen habe, du bist ja voll fit, oder? Nein, ich habe überhaupt kein Problem. Das erste Spiel habe ich nicht mitgemacht, du hast recht, da hat es ein bisschen zwickt noch vielleicht vom Fliegen oder was weiß ich was da war. Aber war nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, war jetzt nichts, wo ich sage, dass es sich ziehen könnte oder so. Also ich bin voll fit, mir geht's gut und ja, das passt soweit so gut. Okay, Free, dann sage ich vielen Dank fürs Interview. Alles Gute für dich. Danke.